Ja, herzlich, guten Abend, herzlich willkommen. Wir freuen uns hier, oder ich freue mich, Sie hier zu begrüßen zu einem Vortrag von Patricia Danda mit dem Titel Psychic Universe im Rahmen der Ausstellung von Kerstin Bretsch, die Sie sicher alle gesehen haben. Wirst du auch zu, Kerstin, zu der Arbeit ein bisschen was sagen? Bisschen. Dann sage ich vielleicht nur, es ist ein Projekt, was während der Pandemie entstanden ist. Es sind 100 Zeichnungen. Auch Kerstin Bretsch war im Lockdown in New York zunächst zurückgeworfen auf Papier und Buntstifte und fing dann an, was, wie wir auch gleich sehen werden, für sie eigentlich auch relativ unüblich ist, ganz für sich alleine diese 100 Zeichnungen zu bearbeiten. Und schon der Titel verweist eigentlich auf eine ganze Serie von Arbeiten, mit denen die 2005 begonnen hat, während ihres Studiums in New York, den Psychics. Es folgten dann verschiedene Psychic-Serien und ich dachte einfach, dass es wichtig ist, neben der Ausstellung in Düren, die ich Ihnen auch sehr ans Herz lege, zu sehen, wo ihre Marbelings zu sehen sind, nochmal die Zeichnung auch im Werk von Kerstin Bretsch zu verorten. Und da ist mir natürlich niemand Besseres eingefallen als Patricia Danda. Viele von Ihnen kennen sie vielleicht. Patricia Danda war auch schon mal im Rheinland am Kunstverein tätig, war dann aber längere Zeit in München zunächst. Ich muss jetzt kurz, in Düsseldorf leitete sie auch im Projektraum mit Akika Bernhöft den White Light zwischen 2006 und 2007. War dann zwischen 2007 und 2009 Assistenzkuratorin am Haus der Kunst in München und ab 2010 bis 2015 Kuratorin im Haus der Kunst, in Folge Kuratorin am Museum Brandhorst, und jetzt seit 22 leitet Patricia Danda die kuratorische Abteilung an der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. Und wir freuen uns sehr, dass sie wieder im Rheinland ist. Sie kennt Kerstin Bretsch schon lange, hat selber am Museum Brandhorst 2017 eine ganz, ganz umfangreiche Überblicksausstellung kuratiert, Kerstin Bretsch Innovation, wo auch einige der Strukturen, die Sie hier sehen, quasi auch schon mal zum Einsatz gekommen sind, um andere Arbeiten zu zeigen. Und steht auch mit ihr seit 2013, seitdem Kerstin ein Stipendium in München hatte, in sehr, sehr intensiven Austausch, hat viele Texte geschrieben und so weiter. Also ganz, ganz vielen Dank, Patricia, dass du heute hier bist. Ich möchte noch kurz die Gelegenheit nutzen, auch einigen Personen hier aus dem Team zu danken. Einmal danke Michael Weimann für die technische Betreuung, Benedikt Nestmeister für die Videodokumentation, Fatima für den kleinen Ausschank im Anschluss an diesen Vortrag und natürlich auch dir, liebe Lisa Ort, für die ganze Vorbereitung und Koordination des Abends. Und jetzt erstmal viel Vergnügen. So, guten Abend, liebe Eva, vielen Dank für die nette Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, hier sprechen zu können. Und Lisa, dir vielen herzlichen Dank für die ganze Orga und Arbeit im Hintergrund, die dafür gesorgt hat, dass das ein sehr entspanntes Vorbereiten dieses Vortrags war. Es ist mir eine wirklich große Freude, heute Abend hier zu sprechen. Zum einen, weil es mir erlaubt hat, mich nochmal mit den Schritten in Kerstin Bretschs Werk zu beschäftigen, die sie seit ihrer großen Ausstellung im Museum Brandhorst vor 5 Jahren gegangen ist. Und 2017, die Ausstellung am Museum Brandhorst, war wirklich eine Mid-Career-Survey. Das heißt, wir haben mal so verschiedene Linien durch ihr Schaffen von Anfang an gelegt, wo auch die Psychics eben eine große Rolle gespielt haben, die ich zeigen werde. Und zum anderen freut es mich sehr natürlich, dass gerade die Aufmerksamkeit sich wieder auf das Schaffen von Kerstin Bretsch konzentriert, mit der wunderbaren Ausstellung hier und auch der eben von Eva erwähnten Ausstellung in Düren und mit dem großen Glück für Kerstin, dass sie von 2 Kuratorinnen betreut wurden oder eingeladen worden ist, die ihr Werk eben schon sehr lange kennen, was, glaube ich, ein seltenes Glück ist und vielleicht das Beste, was einer Künstlerin passieren kann. Ich habe selber gerade jetzt das erste Mal die Parapsychics in echt gesehen. Also ich kenne diese Werke in Abbildungen schon seit langer Zeit und muss sagen, ich bin so total begeistert, die zu sehen, und finde es wirklich sehr berührend, dass Kerstin damit etwas gelungen ist, was sie schon sehr lange umgetrieben hat und was sie sich lange Zeit nicht anzugehen getraut hat, nämlich die Fäden ihrer frühesten Werkgruppe der Psychics-Serie wieder aufzugreifen. Und wenn ich sage nicht trauen, dann meine ich das nicht despektierlich, sondern in dieser Psychic-Serie hat sich für die Kerstin
eine Form von Intensität manifestiert, die hochgradig emotional besetzt war und die wieder zu erlangen oder da wieder hinzugehen, ganz schwierig ist für eine Künstlerin. Und ich denke, dass wir uns als BetrachterInnen oft gar nicht drüber im Klaren sind, was für eine Herausforderung das ist, sich mit diesen Werkgruppen dann wieder auseinanderzusetzen, die ja auch immer das Potenzial des Scheiterns mit sich bringen. Und umso schöner ist es natürlich zu sehen, wie wahnsinnig fein und toll und komplex diese Zeichnungen sind, die Kerstin eben hier präsentiert. Eva hat es schon erwähnt, Kerstin ist eine Künstlerin, die sehr konzentriert und kontinuierlich arbeitet und das vor allem in den unterschiedlichsten Konstellationen und Kooperationen macht. Ab 2007 hat sie gemeinsam mit der Künstlerin Adele Röder als das Institut gearbeitet, die sogenannte Import-Export-Agentur, die die beiden Künstlerinnen geschaffen haben. Ab 2010 gemeinsam mit Debo Eilers als Kaya und dazwischen und daneben gibt es zahlreiche Kooperationen mit anderen KünstlerInnen wie United Brothers, das sind A und Tomo Arakawa, Full Fall, Galen Gerber und vielen anderen. Diese Namen müssen Ihnen natürlich nicht unbedingt was sagen, aber es ist wichtig zu wissen, dass Kerstins Praxis eine ist, die sich stark auf soziale Zusammenhänge hin orientiert und dass das im Grunde genommen immer so der Ausgangspunkt und die Basis von Kerstins Schaffen ist. Diese kollaborative Praxis manifestiert sich teilweise in der Zusammenarbeit mit KünstlerInnen, teilweise aber auch in der Zusammenarbeit mit Kunsthandwerkern, wie wir später sehen werden. Anfang 2020 veränderte sich dieser Arbeitsmodus dann radikal. Eva hat es erwähnt, die Corona-Pandemie hat dem nämlich ein ziemlich jähes Ende bereitet. Kerstin war zu der Zeit in New York und vielleicht erinnern Sie sich noch an die Bilder von den Leichenwagen-Konvois in Brooklyn, die gar nicht so unähnlich sind der Bilder, die wir hier in Europa aus Bergamo gesehen haben. Also wirklich ein sehr drastischer Eingriff, den die Corona-Pandemie in das Leben in der Stadt mit sich gebracht hat. Und was so interessant ist zu sehen, dass genau dieses seltsame und unfreiwillige auf sich selbst zurückgeworfen sein Kerstin die Situation eröffnet hat, wo sie zurückgehen konnte auf das kleine Format, und Sie werden sehen, dass das auch was Außergewöhnliches ist in Kerstins Schaffen, und vor allem auf die fokussierte Auseinandersetzung mit unserem Dasein oder, wie der Titel der Ausstellung hier ist, dem Design in der Welt. Ich werde im Folgenden ein paar Bezugslinien der Parapsychics zu früheren Werken von Kerstin Brätsch vorstellen und dabei immer wieder auf die kleine Form als Ausgangspunkt und als Moment inhaltlicher und formaler Veränderung bei Kerstin zu sprechen kommen. Bei den Parapsychics, voilà. Bei den Parapsychics gibt es, wie Eva das schon erwähnt hat, enge Bezüge zu den frühesten Werken der Künstlerin. Ganz am Anfang des Schaffens von Kerstin Brätsch stehen Bilder, die eben schon im Inhalt eine direkte inhaltliche Referenz suggerieren, nämlich die Psychic-Serie. Psychic heißt dabei nicht etwa verrückt oder unzurechenbar, sondern es bedeutet schlicht WahrsagerInnen oder Medien, und das benennt eben auch den konzeptuellen Ursprung dieser Werke. Denn es handelt sich bei den Psychic-Bildern um eine Serie von Malereien, die noch während ihrer Studienzeit an der Columbia University in New York entstanden, wo sie zwischen 2005 und 2007 einen MFA absolvierte. Für die Malereien der Psychic-Serie besuchte Kerstin Brätsch zahlreiche WahrsagerInnen in New York, und sie hat kürzlich bei einem KünstlerInnengespräch in Düren erzählt, dass es wahrscheinlich um die 100 WahrsagerInnen waren, die sie aufgesucht hat, und wo man gegen so $5 und ich erzähle dir deine Zukunft eben vermeintlich viele Dinge erfahren konnte über die eigene Person. Nach diesen Sessions fertigte Kerstin dann im Atelier kleinformatige Ölmalereien auf Papier an, insgesamt um die 250 Stück, von denen Sie hier eine Auswahl sehen. Entschuldigung, ich scrolle in die falsche Richtung. Die Malereien zeigen, jeweils blattfüllend dargestellt, abstrahierte und ihrer individuellen Gesichtszüge beraubte Köpfe. Dort, wo einem im Porträt üblicherweise Augen, Nase und Mund als wiedererkennbare Merkmale entgegentreten, befinden sich in den sogenannten Small Psychics Black Aura mit feinen Mustern, Schattierungen oder abstrakten Formen gefüllte Leerstellen.
teilweise bedrohlich düster mit angedeuteten Zyklopenaugen oder Strahlenkränzen, teilweise im wahrsten Sinne des Wortes verwischt und verschwommen, also sich der Greifbarkeit entziehen. Diese Leerstellen lassen sich als Ausdruck des Zweifels verstehen, eines Zweifels zum einen an der Lesbarkeit oder Vorhersagbarkeit des eigenen Wesens durch die Wahrsagerei, was in unserem rationalistisch aufgeklärten Weltbild und der damit verbundenen Abkehr vom Metaphysischen vielleicht auch als die einzig logische Antwort erschiene. Und doch ging der Zweifel bei Kerstin auch in eine andere Richtung, nämlich ob die Form von parapsychologischer Wahrnehmung vielleicht nicht doch existiert. Denn viele der WahrsagerInnen stimmten überein in ihren Aussagen über die Künstlerin. Sie sprachen nämlich ganz häufig von einer schwarzen Aura, die sie umgebe. Und das wiederum war nicht deckungsgleich mit den Sachen, die die WahrsagerInnen anderen Studienkolleginnen von Kerstin vorhergesagt haben. Das heißt, es war nicht die Standardantwort. Man könnte also argumentieren, dass sich in diesen auratischen Formen, die sich in den Gesichtern, Augen oder Mündern abzeichnen, bei den Small Psychics, das metaphysische Potenzial, also die Möglichkeit parapsychologischer Erkenntnisse niederschlägt. Aus der Vielzahl der kleinformatigen Vorlagen, die Kerstin im Übrigen bis auf einmal nie gezeigt hat, hat sie dann etwa 30 Motive ausgesucht und im überlebensgroßen Format ausgearbeitet. Und überlebensgroß heißt hier, mit Höhen um die 2,70 Meter und die Breiten der Papiere sind definiert durch die Papierrollen, mit denen sie gearbeitet hat, mit 1,83 Meter bzw. 2,03 Meter Papierbreite. Hier ist eine Installationsansicht aus ihrer Abschlussausstellung an der Columbia University, also die MFA-Abschlussausstellung, zu sehen. Und was Sie dort auf dem Regal sehen, so zum Aufblättern, sind verschiedene Magazine von Kerstin. Und es gab eben auch eine schwarze Schachtel, in der die Small Psychics Black Aura verwahrt wurden. Die Formate der großen Psychic-Malereien sind tatsächlich derart groß, dass Kerstin sie in ihrem damaligen Atelier kaum ausrollen konnte. Die wölbten sich regelrecht auf die Decke hoch und lappten auf den Boden hinunter. Kerstin konnte, wie sie mir das gerade noch mal erklärt hat, maximal 2 Bilder auf einmal in ihrem Atelier hängen und musste quasi auf das eine draufsteigen, um das andere angucken zu können. Also ein ziemliches Sprengen oder Anarbeiten gegen den Platz, der ihr damals zur Verfügung stand, aber auch, und das ist ganz bewusst bei ihr, eine Überforderung der eigenen Person mit Formaten, die eigentlich zu groß waren, um sie richtig gut selber handeln zu können. Und ich glaube, dafür ist es wichtig zu wissen, dass Kerstin eine sehr zierliche, kleine Person ist, aber die immer wieder in diese Expansion hineingeht und ganz bewusst ihren Körper in Spannung setzt zu der Malerei, die sie macht. Es ist wichtig zu betonen, dass Kerstin auch in diesem Format auf Papier malt. Das ist zwar ein relativ festes Papier, aber trotzdem natürlich empfindlich. Man kann das vor Rissen kaum schützen. Und das provisorische, vergängliche spielt für die Künstlerin dabei schon eine wirklich wichtige Rolle. Sie hat einen sehr schönen Text geschrieben, den Psychic Atlas, wo sie so ein paar Parameter, die für diese Serie von Malereien wichtig gewesen sind, aufgelistet haben. Und das erste heißt eben Build a Provisionary Truth, also was vorläufig ist, etwas, was eben nicht in Stein gemeißelt ist. Mit dem Bildträger Papier wählt Kerstin ein Material, das eine per se fragile und brüchige Form von Malerei behauptet. Also kein Anspruch auf Dauerhaftigkeit, kein Anspruch auf unveränderliche Antworten. Be absolutely sure about being unsure. Damit werden die Zweifel wirklich als ein Teil des eigenen Prozesses deklariert. Neben der betonten Körperlichkeit, die die Malereien schon aufgrund ihrer Formate haben, scheint sich in der Größe dieser empfindlichen Bilder aber auch der Wunsch zu artikulieren, die Verletzlichkeit und Überforderung des Mediums, aber eben auch der eigenen Person wirklich ins Zentrum dieses Projekts zu stellen. Für alle Seiten zu viel, Überforderung als Strategie. Hier sind noch mal 2 weitere Psychic-Malereien und hier sehen Sie eine Installationsansicht aus der Ausstellung, die wir eben 2017 im Museum Brandhorst gemacht haben. Und wie Eva schon erwähnte, die Rahmenstrukturen, die Sie hier in der Ausstellung sehen, waren eben ursprünglich dafür gedacht, in diesem riesigen Saal im Untergeschoss, der quasi Bar von Architektur ist, ein Display zu entwickeln, auf dem wir die Psychics und auch ein paar andere Bilder präsentieren konnten.
Was interessant ist, ist, dass die Malereien bei Kerstin immer ungerahmt hängen. Sie fixiert sie mit Magneten auf Plexiglaswänden. Das heißt, es gibt kein Geheimnis, es gibt keine Auratisierung. Die Werke zeigen sich mit all ihren Herstellungsspuren, Fehlern und Beschädigungen. Die Rückseiten sind sichtbar, es sei denn, wir haben vorne und hinten Bilder gehängt, wie das jetzt hier auch der Fall ist. Und damit grenzt sich Kerstin dann doch deutlich von einer männlich geprägten und auf Überwältigung abzielenden Malereitradition ab, bewegt sich weg von den Thesen hin zu den Fragen, weg von der Eindeutigkeit hin zur Unsicherheit. The confusion is the picture, wie sie im Psychic Atlas geschrieben hat. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle als Künstlerin spielt in diese Malereiserie natürlich stark hinein. Da geht es um eine dezidiert angreifbare Position, die sie einnimmt vor Hintergrund einer patriarchal geprägten Malereigeschichte, in der große Formate vermeintlich auch mit großen Thesen übereinstimmen. Und das gilt natürlich insbesondere als eine deutsche Malerin, wenn man sich mit der Malergeneration der 60er bis 80er Jahre auseinandersetzen muss, die eben eine Generation von Malern gewesen ist. Das ist eine Bezugsgeschichte, die Kerstin Bretsch auch an vielen Stellen in ihrem Werk evident macht, wie wir später noch hören werden. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Bilder in einer Zeit entstanden, in der Kerstin in den USA studierte und damit mit einer Form von Lehre konfrontiert war, wo es sehr stark darum geht, die eigene Position zu definieren und zu schärfen, als Künstlerin mit einer Handschrift oder einem Stil sichtbar zu werden. Doch statt sich dieser Form von performativer Selbstdefinition hinzugeben, wählt Kerstin Bretsch eben den Umweg der Spiegelung. Nicht sie selber definiert, wer sie ist, die Wahrsagerinnen übernehmen das für sie. Das ist ein ziemlich humorvoller Umgang mit dem Klischeebild, dass oder der Malerin als Medium die sein oder ihr Weltwissen in den Bildern kanalisiert. Kerstin verkehrt diese Annahme ins Gegenteil, indem sie eben eine externe Instanz zu Rate sucht, die das Mediumsein im wahrsten Sinne des Wortes für sie übernimmt. All solche Aspekte sprechen von Kerstins analytischem Verständnis der Diskurse, die sich um ihr präferiertes künstlerisches Medium, die Malerei, herumspinnen. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier, genau, hier sieht man nochmal eines der frühen großen Psychic Paintings. Trotz dieses Detournements der Frage von Subjektivität in der Malerei, weil wir werden ja in den Psychics konfrontiert mit einer reinen Projektion von Subjektivität, also den Vorhersagen der Wahrsagerinnen, geht es in der Psychic-Serie gleichzeitig um ein Austesten von Malerei gerade als ein hochgradig subjektives und vielleicht sogar vitalistisches Medium. I wanted the painting to stare back at you. Ich wollte, dass das Bild zurückstarrt, so Kerstin. Und ich glaube, gerade bei diesem Bild kann man das sehr gut verstehen, was sie damit meint. Sie beschreibt ihre Psychics als Energieformen oder Powerheads. Und das heißt, in den Bildern geht es zumindest um den Versuch, die Malerei jenseits ihrer Materialität und Wahnform nochmal in Richtung einer energetischen Aufladung auf die Probe zu stellen. Und dieses Verständnis, was auch den Vortragstitel Psychic Universe bezeichnet, zieht sich eben wie ein Bogen durch ihr Schaffen, von der Psychic-Serie über die Münzbilder, die Blocked Radiance for Joanna von 2011, bis hin zu den Werkgruppen der Glasbilder, die sie 2012 beginnt, Marmorierungen ab 2013, Stuckmarmorarbeiten ab 2017 und zuletzt seit 2020 eben die Parapsychics. Es ist mir wichtig, ein paar Werke vorzustellen, die zeigen, dass Kerstins Schaffen immer aus der Auseinandersetzung mit widersprüchlichen Dynamiken resultiert, die aber alle mit dem KünstlerInnen-Dasein in der Gegenwart verbunden sind. Neben der zumindest im Ansatz transzendenten oder metaphysischen Dimension der Psychics, also dem Versuch, durch ein Medium Kontakt aufzunehmen mit Kräften und Wissen jenseits unseres rational aufgeklärten Systems, gibt es auch eine Seite dieser Malereien, die sehr viel ironisch postmoderne geprägt ist. Nämlich die Seite, wo Kerstin ein Versteck- oder Verwirrspiel mit Identitäts- und Subjektivitätsfragen beginnt, wo die Psychics gleichermaßen sie selbst sind, wie die Personen, die ein Bild von ihr entworfen haben. Wie ein Chamäleon kann Kerstin über solche Gedankenspiele verschiedene multiple Bilder von sich selbst entwerfen und die eigene Identität als ein imaginäres Konstrukt entlarven und damit eben dieser klassischen Authentizitätsfalle der Malerei entkommen.
Identität wird von ihr als eine Variable performt, nicht zuletzt durch die Entscheidung, sie eben nicht als eine Selbstbestimmung, sondern als eine Fremdbestimmung zu begreifen. Und damit richten sich die Psychics eben auch gegen die symbolische Ordnung des Kunstsystems mit seinem Begehren nach dem identifizierbaren KünstlerInnen-Subjekt und in letzter Instanz natürlich auch der KünstlerInnen-Brand. Das heißt aber nicht, dass Kerstin mit diesem Begehren nicht an anderer Stelle gespielt hätte, teilweise sogar sehr offensiv, wenn man an ihren Art Statements Stand auf der Art Basel 2010 denkt. Denn dort hat sie das in Anführungszeichen produktive, in Anführungszeichen innovative junge KünstlerInnen-Subjekt mit einer Förderkoje regelrecht in Szene gesetzt. 7 Tage lang wurden Malereien im Riesenformat in Dauerrotation gezeigt, also der Stand war auch für Kerstins Bilder zu klein. Jeden Tag neue Ware, alles frisch von der Stange, mit 2 Galeristen, die sich den Looks von Kerstin Bretsch und das Institut unterwarfen und eben mit eigens abgestimmten Outfits am Stand zu erscheinen hatten. Und die haben das alles brav mitgemacht. Ich erwähne das vor allem, um klarzumachen, dass es zu dem Strang an Werken, den ich in Fortschreibung der Psychic-Malereien aus Auseinandersetzung mit dem metaphysischen Potenzial von Malerei vorstelle, eben auch ein Gegenstück gibt, für das sie einen völlig anderen Weg wählt und der sehr viel stärker über die materiell-kapitalistischen Verstrickungen der Kunst und insbesondere der Malerei funktioniert. Denn in ihrem Werk geht es ebenso sehr um inhaltliche wie um strukturelle Fragen, um Fragen der Malerei wie des Kunstsystems als Kräfte, die gleichermaßen und vor allem gleichzeitig wirken. Dies lässt sich auch ihrer Stars and Stripes-Serie ablesen, insbesondere den Münzbildern aus der Werkgruppe. Die Malereien, und Sie sehen hier auf der rechten Seite eins der Münzbilder, auf der linken Seite noch ein Bild aus der Psychic-Serie, diese Malereien zeigen abstrakte, metallisch irisierende Farbwolken auf mattem, in schwarzer Tafelfarbe bemalten Grund. Und Joseph Beuys lässt wirklich absichtlich grüßen aus diesen Bildern. Darüber sind dann in unterschiedlichen Formationen Münzen angeordnet, teilweise als Linien und abstrakte Formen wie hier, teilweise aber auch eher als Farbwolken. Voilà, hier nochmal eine Installationsansicht aus dem Museum Brandhorst. Vor den dunklen, farblich changierenden Hintergründen, die vage an die Farbwelten von Bildschirmschoner-Galaxien erinnern, wird die Referenz auf die im Serientitel benannten Sterne vielleicht ganz deutlich. Und so wie Sterne verdichtete Materie sind, werden auch die Bilder durch die Münzen zu physischen Schwergewichten, obwohl das verwendete Geld kaum was wert ist. Das Gewicht, vielleicht gehe ich kurz zurück, Entschuldigung, hierher. Das Gewicht, das Kerstin Bretsch ihren Bildern durch die Applikation von Münzgeld verliehen hat, ist prekär. Und das nicht nur, weil der fragile Bildträger Papier es lediglich in begrenztem Maße auszuhalten vermag. Und das heißt, tatsächlich fallen von diesen Bildern die Münzen immer wieder ab und sammeln sich am Fuße des Bildes. Sondern was Kerstin Bretsch darüber hinaus macht, ist natürlich, den Bildern durch die Münzen ein Preisschild zu verleihen. Die eigene Gewichtigkeit Ende der 2000er Jahre anhand von Groschen belegen zu wollen, war jedoch das angesichts des damaligen Malereibooms mehr Eingeständnis des eigenen Scheiterns ein Zeichen von Erfolg. Und damit stellt Kerstin auf ebenso kluge wie gewitzte Weise die Frage nach den Parametern, die den Wert von Kunst bestimmen und wie häufig eben monetärer Erfolg mit künstlerischem Wert verwechselt wird. All diese Aspekte waren für sie als junge, aufstrebende Künstlerin zu diesem Zeitpunkt von großer Virulenz, denn sie beginnt diese Serie kurz nach dem ersten Höhepunkt der Finanz- und Bankenkrise im Herbst 2008, die gerade in New York weithin spürbar ist. Sie erinnern sich alle an die Bilder von Lehman Brothers und den Leuten, die fluchtartig die Gebäude verlassen haben. Und die natürlich klar gemacht haben, dass wir im Grunde genommen in einem völlig vom Finanzkapitalismus durchdrungenen Leben uns wiederfinden. Gleichzeitig gibt es auch einen biografischen Aspekt in diesen Bildern als eine Reaktion auf den Moment in der eigenen Laufbahn, der sich durch eine zunehmende Aufmerksamkeit für ihr Schaffen auszeichnet. Nicht zuletzt durch die Teilnahme an Leistungsschauen wie The Generational Triennial, Younger Than Jesus im New Yorker New Museum 2009, für die Kerstin Bretsch als eine der wenigen KünstlerInnen aus Deutschland ausgewählt wurde. Es ist also ein Moment, Kerstin hat gerade ihren MFA abgeschlossen,
der zumindest ambivalent ist zwischen erster institutioneller Anerkennung für das eigene Tun, aufkommendem kommerziellen Erfolg, also das ist auch die Zeit, in der eben diese Statements Art Basel Stand stattgefunden hat, und dann natürlich dem begründeten Bedenken, als der nächste Malerei-Hotshot verheizt zu werden. Doch statt sich diesen Dynamiken zu entziehen, begibt Kerstin Brietsch sich mit den Münzbildern mitten hinein in diese Gemengelage. Die Werktitel der einzelnen Bilder lassen erahnen, was eine Künstlerin in der damals doch noch sehr stark männlich geprägten Kunstwelt zu erwarten hat. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich... Genau, Heavy Mädel sieht man hier links außen, bezieht sich in selbstironischer Wendung, denn wer ist schon das dicke Mädchen, auf den Titel einer gleichnamigen Zeichnungsserie von Martin Kippenberger, der wirklich die unumstößliche Vaterfigur der deutschen Malerei seit den 80er Jahren war. Und die Heavy Mädel-Zeichnungen von Kippenberger wiederum referieren auf die abfotografierten Malereien seiner Heavy Burschi-Installation, also wo die Mädels oder die Zeichnungen die mindere Fassung der Burschis der Malereien, die dann in Fotografie gefasst werden, sind. Ein anderes Bild von Kerstin ist eben dann hier Dirty Girl, das brandmarkt das weibliche Bild als beschmutzt. Es gibt die Already Made, die allzeit bereit ist, sich den Dogmen der Kunstkonzepte zu unterwerfen, oder gar das Female Decorum, welches das weibliche Dekor als das eigentliche Tätigkeitsfeld der Künstlerin beschreibt. Ob sich all diesen Dynamiken entkommen lässt und dafür vielleicht auch ein paar wenige amerikanische oder europäische Cent und in Einzelfällen auch japanische Yen ausreichen, steht dabei natürlich in den Sternen. Ganz ähnlich wie bei den Psychic-Malereien könnte man die Münzbilder als ein humorvolles Spiel mit den Klischees und Konventionen des Kunstsystems verstehen. Auch diese Bilder verweisen auf die systemischen Fragen, aber auch hier spielt eine transzendente Seite mit hinein. Denn Münzen implizieren Kräfte, die das rein Materielle und Diesseitige übersteigen, wie es sich im Glauben an die glücksbringende Qualität von Münzen bei Opfergaben zeigt. Dieser Aberglaube an den Münzwurf ist ein Überbleibsel heidnischer Gebräuche, die sich bis in die Steinzeit zurück belegen lassen und die sich heute noch in den teils sentimentalen, teils ernst gemeinten Brunnenopfern fortschreiben. Und ich musste gerade ziemlich lachen. Ich war vergangenes Wochenende in Venedig auf der Biennale und habe gesehen, wie in Robert Groveners Wasserbecken, was ja maximal steril reduziert aussieht, eben auch Münzen reingeworfen worden sind. Also wo quasi dieser Impuls in diese Geste oder dieses Ritual zu aktivieren wohl größer ist als die Intention der künstlerischen Form. Dazu passt, dass sich in Kerstins Fall eben immer wieder Münzen von der Oberfläche lösen und im Laufe der Ausstellung als Bildopfer zu den Füßen der Bilder sammeln. Und wer dabei wem huldigt, also ob wir als Betrachterinnen dem Bild huldigen, also tatsächlich war es im Museum so, dass die Münzen nicht weniger geworden sind, sondern mehr mit den BesucherInnen, ob die Künstlerin dem Bild huldigt oder das Bild der Kunst, all das bleibt natürlich offen. Kerstin hat die Bilder als Wishing Wells, also als Wunschbrunnen, beschrieben. Und was so ein Münzopfer natürlich macht, ist die Koppelung an die Frage nach den Möglichkeiten von Malerei jenseits ihrer materiellen und phänomenologischen Eigenschaften noch aufzuwerfen. Eine Malerei, deren Wirkmacht zumindest noch einmal zur Disposition gestellt wird. Von hier lässt sich schnell der Bogen spannen zu den Glasbildern der Künstlerin, die sie in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Glasmalermeister Urs Rickenbach seit 2012 realisiert hat und mit denen die Figuration wieder zurückkehrt in ihr Schaffen. Doch vor der Entwicklung des Figurenrepertoires in Glas steht, wie schon bei den Psychics, die kleine Form am Anfang der Erkundung des neuen Mediums. Schon vor und während ihres Studiums an der UdK in Berlin hat Kerstin Brietsch zahllose Schulhefte mit Linienzeichnungen gefüllt, mit Filzstiften, Magic Marker, Kugelschreiber, Edding, manchmal Buntstifte und Bleistifte, meist mit dem Lineal und Geodreieck gezogen und dann teilweise von Hand bearbeitet und in überlagernden geometrischen Mustern ausgeschnitten. Sieht man hier ganz gut bei dem großen Heft in der Mitte. Und an diesen Fotos kann man, glaube ich, auch gut nachvollziehen, warum Kerstin Brietsch bei vielen ihrer Bilder sagt, sie hätte sie gebaut und nicht gemalt. Also tatsächlich ist diesen kleinen Linienheften in den Ausschnitten und Überlagerungen eine nahezu architektonische Qualität eigen. Kerstin hat das in ihrer
sehr eigenen Sprache als Raumauffaltungen auf Kleinwagenformat formuliert. Aber es geht in diesen Zeichnungen eben nicht nur um Formales und Architektonisches, denn die Zeichnungen erinnern auch an meditative Übungen. Seite um Seite hat sie die Blätter dicht mit parallelen, teilweise sich überlagernden Linien gefüllt, geometrische Formen in endloser Abwandlung und Verdichtung, ein simples Repertoire, das unendliche Variation ermöglicht. Die Linie ist natürlich das Basismotiv so viel moderner Malerei und, wenn man so will, ein Stellvertreter für die Breite aller denkbaren abstrakten Bilder, wie Kerstin es in Bezug auf ein verwandtes Streifenmotiv bzw. Röhrenmotiv in ihrer Malerei mal gesagt hat. In den Heften sind die Linienzeichnungen im Grunde genommen Notate eines Arbeitsprozesses, der zutiefst intuitiv funktioniert und frei von konzeptuellen Vorannahmen ist. In ihnen bildet sich das Einswerden mit dem Prozess des Zeichnens in dieser repetitiven Bewegung ab, Continuous Transition, wie Kerstin es formuliert. Sie hat diese Hefte lange im Privaten gefertigt und tatsächlich nicht gezeigt. Zu sehen sind sie dann eben erstmals in ihrer Ausstellung mit das Institut in der Kunsthalle in Zürich, genauer dem temporären Quartier in der Museum Bärengasse 2011. Da sind auch die Installationsansichten gemacht, wo sie sie in Relation zeigt zu anderen Werken, die ähnliche Qualitäten von Layering, Filtering, Überlagerung etc. aufweisen. Hier nur als Beispiel eine Gruppe von übereinander gestapelten Malereien auf Polyesterfolie, die sogenannten Mylar Paintings. Mylar ist einfach dieses Kunststoffmaterial, auf das Kerstin gemalt hat. Zu sehen auf einem Display, das United Brothers für die Ausstellung entwickelt haben. Diese auf transparenter Polyesterfolie gemalten Bilder werden von Kerstin eben häufig in Lagen, zumeist in Gruppen von drei gezeigt, die sogenannten Three-Part-Mylars. Und die Idee dahinter ist, ein bisschen wie man es in den Fotos der Linienhefte auch sieht, dass man Schichtungen von Strukturen schafft, die im Fall der Mylars aber eben nicht an die Abfolge der Heftseiten gebunden sind, sondern als ein variables Set funktionieren. Die Reihenfolge der Mylars ist nicht festgelegt. Als Eigentümerin oder Kuratorin kann man jedes Mal von neuem entscheiden, in welcher Reihenfolge man die Bilder präsentieren möchte, teils mit verblüffend unterschiedlichen Ergebnissen. Und auch hier gibt es die klassische Brettsche Übererfüllung. Man kriegt eben drei Bilder zum Preis von einem, also Malerei im Überfluss. Aber zurück zu den Linienheften und dem Medium Glas, das natürlich auch die Transparenz ihrer Malereien auf Polyesterfolie aufgreift. Als Kerstin Bretsch Urs Rickenbach und seine Werkstatt bei Glas Mäder besucht, formt sich bei ihr die Idee, in genau diese kleinen Motive der Linienhefte in Glas übersetzen zu lassen. Es sind simple Motive, die sich ihren Überlegungen zufolge besonders gut dafür eignen sollten, verschiedene Techniken im Materialglas auszutesten, sei es Gießen, Backen, Sandstrahlen, Schütten. Und tatsächlich probierte Rickenbach mit seinem Team auch einige dieser Umsetzungen aus. Das hier sind erste Beispiele und hier sieht man dann, wie das weitergegangen ist. Wichtig scheint mir auch in Bezug auf spätere Werke in Glas bei dieser Auswahl der Vorlagen für die Übersetzungsexperimente, dass die Linienhefte Motive zeigen, die an die Bewegung des Körpers, genauer gesagt der Hand, gebunden sind. Also die Hand, die einen Strich führt, der wiederum eine Linie zieht. Dass sie diese Ergebnisse des Prozesses in das Material Glas überträgt, das sich ja so gar nicht für spontane Bearbeitungen und Entscheidungen anbietet, mag zwar überraschen, entbehrt aber trotzdem nicht einer stringenten Logik. Denn heutzutage streichen wir nonstop über Glasdisplays unserer Smartphones, ziehen mit unseren Fingern Linien, die Anrufe annehmen oder Bildschirme entsperren. Diese Omnipräsenz von Glas in unserem Alltag war es übrigens auch, die Kerstin an der Arbeit mit diesem Werkstoff fasziniert hat. Wie schon beim Behelf durch die WahrsagerInnen bei den Psychics geht es auch bei diesem Materialwechsel darum, Autorität abzugeben oder genauer gesagt aus der Hand zu geben. Kerstin Bretsch bittet Urs Rickenbach nämlich darum, seine Hände als Verlängerung ihrer eigenen einzusetzen und Wiedergänger ihrer Linienhefte in Glas zu schaffen. Diese Liniengläser und auch die unwesentlich später entstandenen Pinselstriche in Glas sind wirklich dezidierte Distanznahmen von der eigenen Hand, von der malerischen Geste und damit auch von der besonders engen Verbindung zwischen malerischem Prozess und Vorstellungen von Subjektivität in der Malerei.
Parallel zu diesen gläsernen Übersetzungen früher Werke durch Urs Rickenbacher erprobt Kerstin Brietsch aber trotzdem auch den Versuch, wie sie ihre eigene malerische Praxis auf Glas fortführen kann. Sie arbeitet mit Schwarzlot auf Antikglas, malt ausladende Pinselstrichformationen, die an die Motive ihrer Meiler-Malereien erinnern. Hier ein frühes Beispiel, wo im Grunde genommen ansonsten keine Bearbeitung der Oberfläche stattfindet. Letztlich ist es der Fragilität des Materials geschuldet, dass sie mit diesen Antikgläsern eine völlig neue Richtung einschlagen wird. Gläser gehen zu Bruch, vor allem wenn sie so fragil sind wie die Antikgläser mit ihren ungeraden Kanten und damit besonders druckempfindlich sind. Doch statt zu Bruch gegangene Gläser auszusortieren, fängt Kerstin Brietsch eben den Moment der Zerstörung ein. Risse werden mit Lötzinn gekittet, sie lässt Ausbrüche mit kleineren Glasscherben ersetzen und beginnt daraufhin aktiv, und das hier ist dann eben das nächste Stadion, mit Glassteinen, Achatscheiben oder Fragmenten von Bordüren, wie sie üblicherweise für Kirchenfenster verwendet werden. Und das sind alles Ersatzstücke aus dem Archiv von Urs Rickenbach, in die Textur ihrer Glasmalereien einzugreifen. Die auf der Oberfläche bemalten und um die Einlassungen ergänzten Gläser materialisieren sich dann als geisterhafte Bildkörper. Durch die Einfügungen entstehen transluzente Skelette, fratzenhafte Gesichter, aber auch clownartige Hände, Münder und Augen. Die hinzugefügten Elemente sind dabei nicht appliziert, sondern in die Bildfläche eingelassen. Material und Motiv durchdringen sich also wechselseitig. Aus Achatscheiben geschaffene Augen beispielsweise imitieren die Irisstruktur und die Idee, vom Bild betrachtet zu werden. Und Nelly sitzt hier und weiß das ganz genau von der Polke-Stiftung. Sie hat da mit dem Material gearbeitet, was von Sigmar Polkes Großmünsterfenstern in Zürich übrig geblieben sind. Und man sieht hier ganz schnell, dass es eben beachtliche Parallelen zu den Psychic-Malereien gibt, trotz aller materiellen und technischen Unterschiede. Gleichzeitig richtet Kerstin Brietsch mit derartigen Elementen den Blick zurück auf die ihrer Materialität eingeschriebenen Entstehungsprozesse und geologischen Zeitalter. Über die Entstehung und Entdeckung von Glas gibt es verschiedene Mutmaßungen. Obsidian, also Vulkanglas, gilt als natürlicher Vorläufer des verarbeiteten Glases und entsteht durch eine rasche Abkühlung von Lava, also Ausschüttungen des Erdinneren. Künstliches Glas hingegen wird beispielsweise durch das Einschmelzen von Sand erzeugt und daher auch die Hypothese, dass das erste geschmolzene Glas durch ein Lagerfeuer am Strand entstanden sein könnte. Was interessant ist, ist, dass mit zunehmender Erkundung des verwendeten Materials im Hinblick auf ihre Entstehungsgeschichte und ihre historischen Verwendungszusammenhänge sich auch der inhaltliche Bezugsrahmen von Kerstin Brietschs Glasarbeiten öffnet. Der Archaik dieser Transmutations- oder alchemischen Prozesse, die diesem Material eingeschrieben sind und der geologischen Lokalisierung in vulkanischen Gebieten entsprechend, ruft Kerstin Brietsch in ihren Arbeiten seit 2014 zunehmend zwei Figuren der hawaiianischen Mythologie auf: Pele, die Vulkan- oder Feuergöttin, und ihre Gegenspielerin Puliahu, die Göttin der schneebedeckten Berge. Und hier ist das eben, Entschuldigung, in den Titeln auch richtiggehend sichtbar gemacht. Die Göttinnen stehen nicht nur für die komplementären Elemente Feuer und Wasser, sie sind in den entsprechenden Landschaften der Inseln verkörpert. Diese Form von Animismus und das damit verbundene mystische oder magische Denken sind Ausdruck eines Weltverständnisses, das eben parallel und jenseits unseres rational-wissenschaftlichen westlichen Weltverständnisses operiert. Es wäre jedoch sicherlich falsch, das als veraltet oder aus der Zeit gefallen zu beschreiben, denn der Animismus mythologischer Erzählungen findet auf eine verquere Art und Weise sein zeitgenössisches Pendant in den Algorithmen des Digitalen, die anhand der über uns gesammelten Daten voraussehen können, was uns als nächstes beschäftigen oder interessieren wird, und damit quasi magische Qualitäten gewinnen. Es handelt sich also vielmehr um eine Invokation von animistischen Vorstellungen, die eben in unserer vermeintlich rational verfassten Gegenwart wieder an die Oberfläche dringen. Auch in den Glasarbeiten sehen wir die Grundspannung zwischen der analytisch-reflexiven Auseinandersetzung mit der künstlerischen Rolle und Produktion, also eben aus der Hand zu geben, nicht mehr selber verantwortlich zu sein, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite der Suche nach subjektiven, emotionalen,
das rationale Register überschreitenden Ausdrucksmöglichkeiten jenseits von Authentizitätsdiskursen zu finden, wie wir sie eben schon bei den Psychic-Malereien gesehen haben. Interessant ist natürlich, dass diese Aspekte von Kerstin Bretsch im Laufe der Zeit gerade vermittels der Materialien, die sie dafür einsetzt, denken wir eben an die Münzen und später an Glas als einen Werkstoff, immer weiter kulturhistorisch vertiefen. Und sie verlassen damit das Framework von Transzendenz als vermeintlich überholter Dimension von Malerei und bewegen sich hin zu der grundlegenderen Frage, wie wir den Dingen an sich Wert und Bedeutung zusprechen und wie sie uns helfen, uns in der Welt zu verorten. Und hier gelangen wir dann, glaube ich, langsam zu den Ansatzpunkten, die für die Parapsychics von wesentlicher Bedeutung sind. Wie eingangs kurz erwähnt, hat Kerstin Bretsch, voilà, hier noch ein Bild, die Arbeit an dieser Serie im ersten Lockdown aufgenommen, zurückgeworfen auf das, was ihr in dieser Zeit der Isolation unmittelbar zur Verfügung stand: Papier, Buntstifte und Bleistifte. Allein auf formaler Ebene sind die Bezüge zu den bisher vorgestellten Werkserien recht schnell evident. Wir finden in ihnen die abstrakten Linienmotive in all ihrer konstruktiv-architektonischen Qualität wieder, aber auch die abstrahierten Figurationen und angedeuteten Körper bzw. Gesichter, die immer wieder in Details der Zeichnungen aufscheinen. Ein Motiv, was wir noch nicht betrachtet haben und das in den Parapsychics zunehmend dominant wird, sind Elemente der Fauna, die Vegetation. Doch tatsächlich finden sich auch hierfür an anderer Stelle in Brechts Oeuvre Vorläufer, nämlich in dem Blocked Radiance for Joanna, einer Gruppe von insgesamt 9 Malereien, die Kerstin für die Biennale in Venedig 2011 geschaffen hat. In dem Blocked Radiance for Joanna dominiert jeweils ein in der oberen Bildhälfte sitzender Kreis, der zu seinen Rändern hin heller wird. Die Kernfarben der Kreise in diesen Malereien variieren von dunklem Rot über leuchtendes Orange, sattes Grün bis hin zu fahlem Blau. Die Kreise sitzen innerhalb filigraner Rahmenstrukturen, die den Bildraum nach außen abgrenzen, also diese hellgelben Linien, das kann man hier vielleicht nicht so gut sehen. Sie sind aber zudem von Formationen isolierter und überdimensionierter Pinselstriche eingefasst, eigentlich geradezu in den Bildhintergrund gebannt, als würde man durch Gestrüpp hindurch auf ein bedrohliches Leuchten gucken. Und mit ihrem Lichthof erinnern die Kreise an astronomische Motive, insbesondere an Sonnen oder schwarze Löcher und damit an hochverdichtete und alles in ihrer Nähe vernichtende Massearten. Und so wirken dann auch die an Vegetation erinnernden Formationen in diesen Bildern noch vor allem düster und abweisend oder sogar gefährlich. Also es hat so ein bisschen was von Horrorfilmen, wie diese Klauen sich vor die Sonnen legen. In den Parapsychics hingegen wird die Vegetation konkret. Wir sehen saftige Blätter, rankende Gewächse, es gibt keine Hierarchie mehr zwischen den verschiedenen Bildelementen, alles ist miteinander verbunden. Auch die Trennung von Vordergrund und Hintergrund ist längst nicht mehr so eindeutig zu treffen, wie sie noch in den Blocked Radiance war, wo die strahlende Entität, wie der Titel es besagt, vor unserer Sicht blockiert ist. Wenngleich es auch dort eindeutige düstere Noten gibt, das, was ich als erste gezeigt habe, heißt Parapsychic Death und ist damit sicher ein gutes Beispiel, tritt doch in den Parapsychics an sich das Verbindende oder die Vernetzung der verschiedenen Elemente miteinander in den Mittelpunkt und eben nicht mehr das Einhegen oder Abtrennen. Figuren treten auf dieselbe Ebene wie Blätter und Pflanzen, aber auch ungegenständliche Formen. Dieses hierarchielose Miteinander aller Elemente, das sich eben löst von der Dominanz einer Figur, ist natürlich eingebettet in postanthropozentrische Überlegungen, die zurückgehen auf Naturmythologien und Formen des, ich zitiere hier Zoe Stillpass, Panpsychismus der philosophischen Lehre, dass alles im Universum über einen gewissen Grad an Denk- und Erkenntnisfähigkeit verfügt, Zitat Ende. Dabei müssen wir eben nicht unbedingt in den Bereich der Mythologien und Mystik eintauchen, um dies nachzuvollziehen. Es reicht eigentlich schon, an die Kommunikation von Pflanzen zu denken, deren Austausch über chemische Stoffe in den Blättern und Wurzeln erfolgt. Es ist eine Form der Kommunikation, die auf realen stofflichen, sensorischen Systemen basiert, die eben stofflich, aber nicht sprachlich gefasst sind. Diese Art von Verbundenheit ist es dann eben auch, die aus den Parapsychics spricht, der mikromaterielle Austausch zwischen den Dingen, zu denen der Mensch gehört, aber eben auch vieles andere. Sich davon frei zu machen, im Zentrum der Dinge zu stehen, zu dirigieren und zu entscheiden, was von KünstlerInnen im Grunde permanent gefordert wirkt, mag ein wichtiger Impuls für diese Gruppe von Zeichnungen zu sein.
die Dinge geschehen und zu sich kommen lassen, scheint es mir, ist es, worum es Kerstin in den Parapsychics geht. Und das wiederum wirkt wie eine sehr feinfühlige Art, auf die radikalen Einschnitte der Corona-Pandemie gerade in diesem frühen Stadium zu reagieren. Letztlich geht es darum, sich zu vergegenwärtigen, was es ist, das uns am Leben hält. Nicht die Filter aus Glas und Plexi, die unser Zusammensein über Screens vermitteln, aber auch unterbrechen, wie wir es in der Pandemie alle erleben mussten, sondern die Filter der Natur, die dafür sorgen, dass uns die Luft zum Atmen nicht ausgeht. Und das Atmen scheint Kerstin bei diesen kleinen Werken am Ende doch sehr leicht gefallen zu sein. Und da bisher noch immer auf die kleine Form was Großes gefolgt ist, bin ich mehr als gespannt, was als nächstes kommen wird. Vielen Dank.